1. März 2017 werden die bisherigen 4 Pauschalmodelle in ein Kinderbetreuungsgeldkonto umgewandelt. Das schafft mehr Gerechtigkeit, weil alle Eltern unabhängig von der Dauer einen gleich hohen Gesamtbetrag erhalten. Das einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld bleibt zusätzlich zum Konto als eigene Option weiterhin bestehen. Das ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, der eine nachhaltige Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf mit sich bringt. Tja, ich darf Sie recht herzlich begrüßen. Schön, dass Sie gekommen sind zu einem Thema, das jetzt mit 1. März auf uns zukommt. Und als Familien- und Frauenlandesrätin ist es mir sehr, sehr wichtig, dass viele werdende Eltern sich gut vorbereiten darauf, mit 1.3. wird es eine neue Kinderbetreuungsmöglichkeit geben. Wie kann ich, wie lange, auch in Teilung mit meinem Partner, mit dem Vater des Kindes, in Karenz gehen? Welche Variante ist für mich wichtig und wie soll ich das gestalten? Und daher ist es wichtig, rechtzeitig zu informieren. Und ich darf Ihnen eine Dame seitens der Arbeiterkammer Burgenland, die Frau Magistra Ohr, vorstellen, die Juristin ist und sich sehr, sehr gut auskennt, Fachfrau in diesem Gebiet ist. Auf der anderen Seite darf ich Ihnen den Hauptreferatsleiter aus unserer Abteilung Gesellschaft vorstellen, der auch für die Familie und für die Frauen zuständig ist und natürlich auch hier mit dabei ist, dass wir uns gut vorbereiten und gut aufstellen für die Menschen, damit wir sie gut informieren und begleiten können. Vielleicht einmal einige Daten und Fakten, dass Sie abschätzen können, wen betrifft das. Wir haben beispielsweise im Schnitt 2015, 2016, 2200 Geburten im Burgenland. Wundern Sie sich nicht, wenn Sie immer wieder hören, dann sind in etwa 2500 Schulbeginner oder schon im Kindergarten mehr Kinder im Burgenland. Das hat damit zu tun, dass wir sehr stark merken, dass sich Eltern, wenn sie ins Burgenland ziehen, natürlich vor allem Wien, Niederösterreich, ins Nordburgenland, dass sie natürlich vorher, bevor sie das Kind in den Kindergarten geben, oder vor allem merken wir den Zuzug vor der Schule, vor der ersten Volksschule, dass wir da in etwa durchschnittlich 2500 Schulbeginner haben. Wir haben leider nicht unbedingt ein Geburtenplus, aber es hält sich gut die Waage und wie gesagt, zu Schulbeginn haben wir dann immer mehr Kinder, als wir Geburten haben. Im Familien haben wir im Burgenland in etwa, weil sich das ja Gott sei Dank verändert, 40.600 Paare mit Kindern. Dazu kommen noch in etwa 10.000 alleinerziehende Menschen. Davon natürlich ein Großteil Mütter, aber die alleinerziehenden Väter nehmen zu. Kinderbetreuung hat natürlich etwas damit zu tun, ob man sich entscheidet, ein Kind zu haben. Denn natürlich sind Eltern immer besser ausgebildet. Wir haben auch mehr Arbeitsplätze im Burgenland und damit schauen Eltern auch, und das ist auch etwas, was uns auffällt, dass sie in einen Ort ziehen. Es ist also kein Zufall, wenn wir in manchen Orten dort, wo die Kinderbetreuung, aber auch die Nachmittagsbetreuung angeboten wird, dass wir dort Zuzug haben. Das bedeutet, dass natürlich die Kinderbetreuung für einen Kinderwunsch immer sehr wichtig ist und wo man im Burgenland zu Hause ist. Wir haben über 70 Kinderkrippen, ungefähr 1050 Kinder in den Kinderkrippen. Wir haben 127 Kindergärten, die besuchen 6126 Kinder aktuell. Alterserweiterte Kindergärten, davon 64. Dort sind 2500 Kinder zu Hause und wir haben Horte, das heißt dort, wo Volksschulkinder und Kinder der neuen Mittelschule gemeinsam am Nachmittag sind, 907 Kinder sind dort am Nachmittag. Die Nachmittagsbetreuung ist ganz wichtig, denn natürlich ist mit 6 Jahren ein Kind nicht so, dass man sagt, ja, jetzt haben wir den Kindergarten geschafft und ab jetzt ist das Kind allein. So geht das nicht, natürlich muss man gerade für die Zeitspanne von 6 bis 11, das merke ich sehr stark, danach trachten, dass auch die Kinder gut betreut sind, wenn beide Eltern berufstätig sind. Hier wachsen wir ständig in der Nachmittagsbetreuung. Nur eine Zahl, wir haben im Volksschulbereich Nachmittagsbetreuung fast schon 40%,
Das heißt, 3.704 Kinder zurzeit sind schon in der Nachmittagsbetreuung der Volksschule. In der neuen Mittenschule haben wir über 30%, auch hier ständiges Wachsen. Und über 2000 Kinder sind in der Betreuung. Das heißt, nimmt man insgesamt die Zahl her, mit Kinderkrippe, Kindergarten, Nachmittagsbetreuung in der Volksschule, haben wir bereits 16.519 Kinder zurzeit aktuell, wie gesagt, die Zahlen verändern sich ständig, haben wir in Betreuung, in guter Betreuung, darauf lege ich als Pädagogin selber sehr viel Wert drauf, in Betreuung heißt nicht nur sozusagen behüten, sondern auch fördern, begleiten, in Gespräche, in Kommunikation. Wir nehmen auch viel Geld in die Hand, das ist uns wichtig. Ich habe da selber sehr viel initiieren können, ob es die gemeindeübergreifenden Kinderbetreuungen gibt und andere Dinge. Und der Herr Landeshauptmann ist ja zuständig jetzt für den Kindergarten- und Schulbereich, für den ganzen Bildungsbereich. Wir zahlen vom Familienreferat ungefähr 4,5 Millionen aus jedes Jahr für Kinderkrippen und Kindergärten. Das sind Beiträge, denn ich möchte nicht als Sozialdemokratin, dass es an Geldbörsel scheitert, ob ein Kind gefördert wird oder nicht. Und daher ist das seit vielen Jahren als einer der wenigen Bundesländer, wo wir das nur immer machen, weil es uns wichtig ist, dass die Kinder gut betreut, aber auch gut gefördert werden. Zusätzlich für Kinderkrippe und Kindergarten kommen 25 Millionen dazu. Und es gibt ja auch, wie Sie wissen, die Bauförderung. In etwa 1 Million nehmen wir jedes Jahr in die Hand, damit wieder neue Kinderkrippen, Kindergärten, zusätzliche Räume ausgebaut werden, aber auch im Schulbauprogramm natürlich immer wieder Gelder in die Hand nehmen. Das heißt, allein dieser Bereich sind in etwa über 30 Millionen Euro, die jährlich ausgegeben werden und gut jeder Euro angelegt ist. Tun können wir das nur gemeinsam mit den Gemeinden, die ja Träger sind all dieser Kinderbetreuung. Die nehmen auch sehr, sehr viel Geld in die Hand und ich möchte mich da wirklich sehr bedanken, weil es kommt oft zu kurz. Natürlich arbeiten ja auch sehr viele Menschen, die dann Arbeitsplätze damit haben. Wie schaut es aus mit der Frauenbeschäftigungsquote? Denn letztendlich haben wir auch im letzten Frauenbericht klar drinnen, dass doch Kinderbetreuung, aber auch die Betreuung der Kinder in der Schule zu einem Großteil bei den Frauen liegt. Und daher schauen wir immer, wenn es um Karenz geht, um Kinderwunsch geht, wie hoch ist der Anteil der Frauen, beziehungsweise wie sehr können sich Väter daran beteiligen. Und ich sage gleich vorweg, Sie werden von mir nie einen Vorwurf hören, dass sich Väter nicht beteiligen. Zum Teil macht man es ihnen auch unmöglich. Und ich sage auch ein klares Credo, Kinder brauchen Väter und Mütter. Und daher freue ich mich auf dieses neue Kinderbetreuungsgeldkonto ab 1.3., weil dort auch viel mehr Möglichkeiten für Väter mit dabei sind. Die Frauenerwerbsquote, die Frauenbeschäftigungsquote steigt eigentlich jährlich gut an. Nur ein kurzer Rückblick, als ich vor 16 Jahren begonnen habe, war besonders im Süd- und Mittelburgenland die Frauenquote um die 60%. Der Norden, Gott sei Dank, mit mehr Angeboten hatte damals schon über 70% an Frauenbeschäftigung und da sind wir sehr froh drüber. Muss aber gleich sagen, dass es einen Unterschied macht. Ich arbeite in 3 Frauenalterssequenzen. Bedeutet, ich schaue mir mal an die 15-Jährigen bis 45-Jährigen. Ich schaue mir an natürlich ab 45 und ab 55, weil hier die Beschäftigungsquoten ganz verschieden sind. Was mir natürlich nicht gefällt ist, dass wir zwar sehr stolz sind auf die hohe Frauenerwerbsquote, aber Fakt ist, dass sehr viele, nämlich über 40% in Teilzeit sind. Und voriges Jahr habe ich gemeinsam mit der Arbeiterkammer bedanke mich bei der Arbeiterkammer für diese Arbeit. Sie haben damals eine Arbeit in Auftrag gegeben, ein großes Projekt, wo herausgekommen ist, dass mindestens 1/3 unfreiwillig Teilzeit arbeitet und das kann es ja wirklich nicht sein, weil die Teilzeitbeschäftigung natürlich dann bis zur Pension durchschlägt.
Das wären einmal so die Daten und Fakten, damit Sie ein bisschen verifizieren können, von wem reden wir denn überhaupt. Einige Fakten noch, wie schaut es denn aus vor der Geburt eines Kindes? Natürlich auch wieder verschieden, ist das das erste, zweite oder leider in wenigen Fällen das dritte Kind. Wie schaut der Wiedereinstieg aus? Und hier komme ich in die Frauenzuständigkeit. Wir haben natürlich über das Frauenreferat und über ESF-Mittel sehr viele Wiedereinstiegsprogramme, weil es so ist, wie es ist in der Realität, dass der Wiedereinstieg schwierig ist, weil dann einfach auch die Kinderbetreuung mit zu bedenken ist. Ich nehme es vom Einkommen her. 45% der Frauen, weil gut ausgebildet, das hat sich verändert, haben vor der Geburt über 2.000 Euro verdient. 45% vor der Geburt über 2.000 Euro. Schaut man dann nach dem Wiedereinstieg, sind es nur mehr 17% der Frauen, die über 2.000 Euro verdienen. Und die Hauptursache ist natürlich der Einbruch dann durch die Geburt nach der Karenzzeit, wo viele sich für eine Teilzeitbeschäftigung entscheiden. Und damit kommt man im vierten Jahr nach der Geburt des Kindes auf 17% der Frauen, die über 2.000 Euro verdienen. Relativiert sich dann später wieder, meistens nach dem Schuleintritt, wo die Frauen natürlich wieder mehr verdienen, voll einsteigen. Aber Fakt ist auch, dass natürlich, brauchen Sie nicht wundern, die Einkommensschere damit nicht kleiner, sondern größer wird. Inzwischen gibt es ja Karrieresprünge, an die die Frauen dann natürlich nicht teilhaben können und so weiter daher. Und hier ist die Klammer, es ist ganz, ganz wichtig, die Väter mit in den Karenz einzubeziehen. Und ich sage auch klar, dass die Karenz und einfach ich bin Frau, bin in einem Betrieb, möchte dort arbeiten, schon allein durch ich bin Frau ein Problem ist, weil natürlich auf der anderen Seite der Arbeitgeber damit kalkulieren muss, ich falle aus, weil ich Frau bin, weil ich Kinder bekomme und durch die Karenzzeit dann natürlich die Frau als sehr oft sehr qualifiziert und kompetent im Betrieb über einige Zeit ausfällt. Das ist natürlich immer benachteiligend, schon allein vom Erstgespräch bis hin, was kann ich verdienen. Daher die Karenz schadet den Männern im Berufsleben überhaupt nicht und den Frauen massiv. Und daher unterbrechen Frauen auch lange und da merken wir immer länger. Sie wissen, dass es hier und die Arbeiterkammer macht hier unglaublich gute Arbeit, viel Information braucht, denn Fakt ist auch, dass nach dem zweiten Karenzjahr die Behaltung durch den Betrieb wegfällt. Ich kann dort nicht mehr zurück, wenn ich länger als 2 Jahre weg bin durch den Karenz. Und natürlich hat es auch damit zu tun, dass 72% aller Frauen, die die Beschäftigung auch unterbrochen haben, wieder sehr schnell einsteigen. Da haben wir Daten und Fakten, wo wir sehen, dass dort, wo man Karenz jetzt schon teilt, was aber schwieriger war als im zukünftigen gesetzlichen Rahmen, dass Frauen dort viel schneller wieder drinnen sind, die Väter sich endlich einmal beteiligen können und von klein auf, wie Sie das ja auch wollen, die Möglichkeit haben, mit dabei zu sein und mit dem Kind auch die Zeit zu verbringen. Was wir auch merken, 57% der Frauen mit alleinigem Kindergeldbezug, das heißt, sie beziehen und bleiben so lang wie möglich, teilweise oft eben über die Möglichkeit des gesetzlichen Wiedereinstellung, die tun sie irrsinnig schwer, wieder einzusteigen, und das sehen wir bei den Programmen. Unsere Wiedereinstiegsprogramme, sowohl vom AMS als auch die vom Frauenreferat, sind immer sofort voll, weil Frauen dann auch andere neue Firmen brauchen, weil Frauen oft an die Qualifizierung fehlt, die sie beim ersten oder zweiten oder dritten Arbeitgeber gebraucht haben, die passt dann einfach nicht mehr. Fazit ist, Väterbeteiligung ist für das Kind unglaublich wichtig, aber auch für die Mütter wichtig, weil die natürlich den Wiedereinstieg der Mütter sehr, sehr stark forciert. Und die Chance, beim Arbeitgeber gut bezahlt zu werden, Aufstiegschancen zu haben, können Frauen sowieso nur meistens nützen, wenn sich Väter beteiligen. Das heißt, daher ist mir das natürlich sehr, sehr wichtig und ich freue mich, dass wir Ihnen auch anbieten können, dass
die Arbeiterkammer hier sehr, sehr stark in die Information geht, dass sich dort Eltern hinwenden können, die in Zukunft ihre Kinder bekommen und wissen, was hat sich verändert, wie kann ich mir das jetzt besser gestalten. Und ich sage ganz klar, dass ich mich auch hier auf Bundesebene eingebracht habe. Ich bin stellvertretende Bundesparteivorsitzende und stellvertretende Bundesfrauenvorsitzende und bin aber auch als Familien- und Frauenlandesrätin in diese Beratungen und Gespräche auf Bundesebene immer wieder mit dabei gewesen. Den Großteil haben wir erreicht. Ich werde dann am Ende sagen, was mir noch fehlt. Aber es ist ein weiterer Schritt für Eltern. Und da bin ich sehr, sehr froh und vor allem Väterbeteiligung ist jetzt mehr möglich. Ich darf Sie schon um Ihre Ausführungen bitten. Dankeschön, Frau Landesrätin. Guten Morgen auch von meiner Seite. Was hat sich jetzt alles geändert ab dem 1.3.? Diese vier Pauschalmodelle und das eine einkommensabhängige Modell, was es gab. Hier gibt es nach wie vor die Änderung. Diese vier Modelle wurden jetzt zu einem Konto zusammengeschmolzen. Das heißt, wir haben keine vier Pauschalmodelle mehr. Aber das einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld ist auch sehr beliebt, vor allem bei gut verdienenden Frauen und schnell wieder einsteigenden Frauen, gibt es nach wie vor. Hier hat man jetzt eine Verbesserung erreicht, indem sich der Betroffene, die Versicherte, der Versicherte einfach besser, flexibler alles selbst einteilen kann. Wie der Name Konto schon sagt, habe ich eine gewisse Summe zur Verfügung, eine Gesamtsumme. Wenn ein Elternteil das Kinderbetreuungsgeldkonto in Anspruch nimmt, sind das 12.366 Euro. Nehmen zwei Elternteile das in Anspruch, habe ich einen Betrag von 15.449 Euro, der sich sogar noch durch einen sogenannten Partnerschaftsbonus hier noch erhöhen kann um 1.000 Euro. Flexibler heißt auch, dass diese Pauschalmodelle, die vorher waren, niemals an diese zweijährige arbeitsrechtliche Karenz angeknüpft haben. Was war hier der Nachteil? Entweder bin ich zwei Jahre zu Hause gewesen und habe zum Beispiel nur ein Jahr Kinderbetreuungsgeld beziehen können oder eben unter diese zwei Jahre oder drüber und das hat sie nie irgendwie so richtig gedeckt mit der arbeitsrechtlichen Karenz. Heute bin ich frei in meiner Wahl, kann das selbst einteilen. Ich kann mir einteilen zwischen 12 und 28 Monaten, wenn ich jetzt als Frau beispielsweise alleine das Kinderbetreuungsgeld beziehen möchte. Wenn es mein Partner auch beziehen möchte, haben wir zwischen 15 und 35 Monaten. Achtung, ich spreche hier von Monaten, es ist aber jetzt in Tagen zu berechnen. Ja, dass das vielleicht nicht, es ist zu Beginn etwas verwirrend. Wir haben dann eben ja auch zwischen 365 Tagen und 851, wenn man alleine bezieht. Wenn man zu zweit bezieht, 456 Tage und 1063 Tage, das ist vielleicht zu Beginn etwas gewöhnungsbedürftig, aber es hat eben diese Flexibilität auch zum Inhalt. Somit musste man auch das Gesetz insofern ändern. Worin liegt auch der Vorteil der Reform? Eindeutig der Papamonat, der sogenannte Familienzeitbonus. Hier wird dem Vater, dem frisch gebackenen Vater ermöglicht, innerhalb der ersten drei Monate einen Papamonat bei seiner Familie zu Hause zu verbringen, aktiv in der Kinderbetreuung mitzuwirken und auch hier für seine Frau oder für die Lebensgefährtin, für das Kind da zu sein. Das begrüßen wir sehr und das ist auch einer der Reformschwerpunkte, die gesetzt wurden. Was uns aber allerdings fehlt, muss ich dazu sagen, vielleicht gleich auch im Zuge dessen, wir haben leider keinen Rechtsanspruch drauf. Das heißt, wenn der Arbeitgeber Nein sagt, muss leider der männliche Arbeitnehmer in dem Fall, muss das leider zur Kenntnis nehmen. Wir fordern nach wie vor als Arbeiterkammer und natürlich auch in der Politik wird das nach wie vor gefordert, dass ein Rechtsanspruch besteht und auch vielleicht ein gewisses Umdenken der Unternehmen sein kann. Das ist auf jeden Fall, das Papamonat ist sehr, sehr gut und soll eben auch die Vereinbarkeit von Beruf und Familie auch aus Sicht des männlichen Parts, des Elternteils, aus Sicht des Vaters hier vervollkommnen. Aufpassen muss man allerdings schon auch bei der Reform, weil es kleine Stolpersteine sehr wohl gibt.
Die gibt es. Darum empfehlen wir auch immer eine individuelle Beratung. Beispielsweise, wenn ich jetzt als Vater den Familienzeitbonus, also das sogenannte Papa-Monat, in Anspruch nehme und ich will hinten nach gleich drauf das Kinderbetreuungsgeld beispielsweise für 2 Monate beziehen, muss ich aufpassen, ich brauche eine Unterbrechung drinnen, sagt der Gesetzgeber, einen Tag. Das ist zwar eine schon sehr spezielle Information, aber nur, dass Sie sehen, es gibt ein paar Stolpersteine, die man durch eine individuelle Beratung oder durch das Einlesen dieser gesamten Informationen auch umgehen kann, dass man nicht auf so einen Stolperstein hier ausrutscht. Wichtig ist auch, oder gut ist auch im Rahmen der Reform, die Möglichkeit des gemeinsamen Bezuges. Das heißt, 2 Elternteile können 1 Monat zugleich beziehen. Das war vorher nicht möglich. Ganz super ist auch der Partnerschaftsbonus, wie der Name schon sagt, wenn beide Elternteile zu halbwegs gleichen Teilen das Kinderbetreuungsgeld beziehen, hat der Gesetzgeber einen Zuckerl vorgesehen. Das ist 500 Euro pro Elternteil, in Summe 1000 Euro. Das ist auch sehr positiv von uns gesehen worden. Wichtig ist aber auch, dass man diesen Überblick der gesamten Reform individuell in meiner Situation behält. Dadurch, dass das jetzt in Tagen berechnet wird, dadurch, dass wir diesen Familienzeitbonus, also diesen Papa-Monat haben, dadurch, dass ich auch dieses Zuckerl habe, seitens des Gesetzgebers, kann mir aber passieren, dass ich in der ganzen Summe mich nicht mehr durchblicke, was ich alles beantragen muss, wann soll mein Partner gehen, wie lange soll er gehen, wie oft er gehen, wie kann ich mir die Blöcke einteilen. Da gibt es schon ein paar Stolpersteine, auf die wir gerne in der Beratung hinweisen, dass man da vorher vorbereitet ist. Es könnten auch eben arbeitsrechtliche Probleme entstehen, um die gleich einmal von vornherein zu verhindern, ist hier eine individuelle Beratung auf jeden Fall vonnöten. Ja, die Komplexität der Beratung hat auf jeden Fall zugenommen, das muss man vielleicht auch dazu sagen, aber wir begrüßen die Reform sehr, aber ein paar Dinge fehlen uns noch, die wir gerne noch gehabt hätten in der Zukunft. Ja, vielen Dank.